Ja, wer denn dann? Na, du selber! Ja, es geht wohl los! Na klar, schau dir doch mal an, da, du Typ, wie du ausschaust, da? Hangst du von einem Job zum nächsten, bringst du überhaupt nichts auf die Reihe? Du spinnst doch! Gut, das ist hier aber vielleicht nicht so entscheidend, Herr Berger. Entscheidend ist doch vielmehr, was Sie mir vorhin erzählt haben, dass Ihre Freundin des Öfteren mit blauen Flecken zur Arbeit gekommen ist. Bitte? Ja, was sagen Sie denn dazu? Ja, da kann ich nichts zu sagen. Das haben Sie Ihre Freundin Lilly Ott schon geschlagen? Ja, ich glaub's hakt natürlich nicht. Habe ich ihm auch schon gesagt, er ist mich vorhin auch schon so angegangen. Herr Gerlach, ich bin davon überzeugt, dass Ihre Freundin Sie hier nur in Schutz nehmen will. Das ist das typische Verhalten einer Frau, die von ihrem Freund geschlagen wird. Ja, Sie haben sie so zugerichtet. Und mein Mandant soll hier nur als Sündenbock herhalten. Ich glaube, ich spinne. Ich habe meine Lilly noch nie geschlagen. Der war's. Ach, du bist so ein ganz billiger Typ. Jetzt halt doch mal an. Ja, hast keinen Job und dann schlägst du deine Frau zu Boden, ja? Und dann soll ich's gewesen sein, sie oder was? Sie setzen sich jetzt mal ganz schnell wieder hin. Ich habe dir nur gesagt, dass du eine Frau schlägst. Verrückt geworden, oder was? Hey, cool, bleib. Sitzen Sie mal hin, ja? Ja, ich weiß gar nicht. Schnell, sind Sie völlig übergeschnappt, oder was? Ich lasse mir das von denen nicht mehr gefallen. Aber das ist mit Sicherheit keine Art, irgendwelche Probleme zu lösen. Geht's? Herr Gerlach, ist ja prima. Jetzt haben Sie es ja schön demonstriert, wie Sie Konflikte lösen. Ja, genau. Das lasse ich Zeichen für Ihre Gewaltbereitschaft. Ha! Selber schuld. Ach. Jetzt nehmen wir erstmal zu Protokoll, der Zeuge Gerlach hat den Angeklagten absichtlich mit dem Wasserglas an der Stirn verletzt und ihn blödes Arschloch genannt. Dann geht folgender Beschluss. Gegen den Zeugen Kai Gerlach wird wegen ungebührlichen Verhaltens hiermit ein Ordnungsgeld von 300 Euro ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Das können Sie doch nicht machen, jetzt wo das Baby kommt. Sie können doch nicht ins Gefängnis stecken. Das sind ja nur 3 Tage, außer muss er die ja nur dann absitzen, wenn er nicht in der Lage ist, 300 Euro Ordnungsgeld zu bezahlen. Ja? Bleib locker, ich zahle das schon. Herr Berger, was ist mit Ihnen? Geht's? Ja, schön, dass du nachfragst, aber interessiert es dich wirklich? Ich nehme mal zu Ihren Gunsten an, dass Ihr erneutes Duzen eine Folge dieses Schlags auf den Kopf ist. Herr Vorsitzender, ich glaube, wir müssen das nähen lassen. Ja, das sehe ich ganz klar auch so. Dann schlage ich davor, dass wir die Hauptverhandlung an der Stelle unterbrechen. Wir sind aufgrund des Befangenheitsantrags sowieso zeitlich hinten dran. Und ich muss jetzt gleich zu einem anderen Termin und parallel kann ja dann seine Wunde versorgt werden. Ja, gut, einverstanden? Dann fahren wir. Herr Moment. Gibt es noch Fragen an Herrn Gerlach? Keine, wir wollen schon ordentlich bleiben. Dann bleiben Sie unvereinigt. Da geht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung morgen gleich. Die Uhrzeit. Pass Sie auf. Holt? Geht's? Frau Jung? Ja. Was gibt's denn? Was, Frau Staatsanwältin, den Schrank? Dringend? Naja, aber ich kann jetzt beim besten Willen nicht. Ich muss gleich zu einer Haftbefehlseröffnung. Wo ist die Frau Schrank denn? Dann machen wir es doch so. Dann sagen Sie ihr, sie soll doch bitte in der Stunde ungefähr in den Verhörraum kommen, wo ich gleich die Haftbefehlseröffnung habe. Ja, ich warte dann dort auf Sie. Dankeschön. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das schwarze Schaf im Stall ist. Ja. Hallo, Herr Holt. Hallo, Frau Schrank. Hallo, grüß Sie. Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Kein Problem. Was gibt's denn so Dringendes? Also, es ist Folgendes. Sie wirken ein bisschen bedrückt, oder, Frau Schrank? Also, wenn ich Ihnen helfen kann, dann sagen Sie es. Ja, also mir ist die Situation ausgesprochen unangenehm, aber ich muss Ihnen jetzt leider einige Fragen stellen. Bitte? Aber zuvor muss ich Sie nach § 55 StPO belehren, dass Sie nicht sagen müssen, womit Sie sich selber belasten. Bitte mich nach 55 belehren? Was ist denn los? Das bin ja ich. Wo haben Sie denn das her? Heute Nachmittag war eine Dame auf dem Polizeirevier, die einen Einbruch in ihre Wohnung von gestern Nacht gemeldet hat. Der Einbrecher waren angeblich Sie. Mithilfe unseres Phantombildzeichners wurde dieses Bild hier angefertigt. Entschuldigung, was soll denn das? Die Dame behauptet, Sie hätten bei ihr eine Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera gestohlen. Was für eine Videoaufzeichnung denn? Die Videoaufzeichnung der Kneipe, dessen Inhaber bei Ihnen heute auf der Anklagebank saß, Rudolf Berger. Und was soll auf dem Video zu sehen sein? Sie! Und zwar im Gespräch mit dieser Dame, die diesen Einbruch gemeldet hat. In der Kneipe des Angeklagten. Petra Ascher, so heißt die Dame, arbeitet nämlich auch dort. Angeblich sollen sie inkognito dort gewesen sein und sie über ihren Chef ausgefragt haben. Ob er verheiratet ist und mit wem. Und beim Zahlen sollen sie noch zu dieser Dame gesagt haben, dass sie schon gespannt sind, wie das Verfahren in 3 Tagen gegen ihren Chef ausgeht, weil er ja sowieso schuldig ist.
Daraufhin soll sie ihnen gesagt haben, dass ihr Chef unschuldig ist. Dass aber leider die Überwachungskamera auf den Gastraum zeigt und nicht auf den Tresen, wo ihr Chef angeblich diese schwangere Kellnerin getreten haben soll. Das ist unfassbar. Angeblich sollen sie dann noch nachgefragt haben, ob diese Überwachungskamera immer läuft. Was sie ihnen bestätigt hat. Insbesondere auch die Tatsache, dass das Gespräch, das sie beide gerade geführt hatten, ebenfalls eben aufgezeichnet wurde. So ein Gespräch hat nie stattgefunden. Angeblich sollen sie dann noch nachgehakt haben, wo denn die vielen Aufzeichnungen aufbewahrt werden. Sie hat ihnen gesagt, dass sie das in ihrer Wohnung tut, weil ihr Chef keine Lust hat, die vielen Videobänder mit nach Hause zu nehmen und wieder mitzubringen. Und dass es ja viel praktischer sei, die Bänder in ihrer Wohnung direkt über der Kneipe aufzubewahren, weil wenn man da mal eins braucht, es direkt holen kann. Und jetzt soll ich bei ihr eingebrochen sein und dieses angebliche Video, auf dem angeblich ich zu sehen sein soll, da entwendet haben, oder was? Ja, das war die Dame zumindest. Angeblich hatte sie bei dem Einbruch überrascht. Und als Hauptkommissar W. ihr heute gesagt hat, wer sie sind, da ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie ist ja immerhin auch als Zeugin in diesem Prozess gegen Rudolf Berger geladen. Warum sie dieses Ganze begangen haben und warum sie diese Videoaufzeichnung gestohlen haben. Weil sie nämlich vermutlich Angst um ihren guten Ruf und um ihre Stellung haben, wenn diese Videoaufzeichnung veröffentlicht wird. Das ist alles so unglaublich. Was lassen denn dieser Rudi Berger und seine Kompagnon sich noch alles einfallen, um mich aus diesem Verfahren als Richter rauszukicken? Das gibt's nicht. Der hat sich gerade in der Verhandlung schon wie ein Irrer aufgeführt. Herr Holt, ich muss Sie jetzt leider fragen, wo Sie gestern Abend gegen 21.45 Uhr waren. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mit der Sache was zu tun habe. Beantworten Sie bitte die Frage. Ich war zu Hause mit meinen Kindern. Ja, meine Frau, die war mit Freundinnen essen. Können Ihre Kinder das bestätigen, dass Sie zu Hause waren? Natürlich nicht. Die haben ab 7:30 tief und fest geschlafen. Vielleicht gibt es irgendjemand anderen, mit dem Sie telefoniert haben, der bestätigen kann, dass Sie zu Hause waren. Oder irgendetwas anderes. Ich habe gelesen. Ich habe kein Alibi. Na klar. Gelesen. Denken Sie doch bitte noch mal ganz genau drüber nach, ob nicht irgendetwas oder irgendjemand bestätigen kann, dass Sie gestern Abend zu Hause waren. Aber ich habe mit der Sache sicher nichts zu tun. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, warum ich jetzt hierher kommen sollte, ja? Dieser Richter Holt, der ist bei mir eingebrochen und hat mich bestohlen. Ja, also wenn der hier gleich wieder reinkommt, dann falle ich echt vom Glauben ab. Der dürfte diese Verhandlung überhaupt gar nicht weiterführen. Da muss ein anderer Richter her. Ja, wir werden ja sehen, wer kommt, ja? So, nehmen Sie bitte Platz. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Rudolf Berger wird hiermit fortgesetzt. Frau Ascher, Sie sollen als Zeugin hier aussagen. Und als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, würden Sie sich strafbar machen. Und ein vorsorglich belehre ich Sie, 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Sie heißen Peter Ascher, 35 Jahre alt. Sie wohnen in Kempten. Sie sind ledig, von Beruf Köchin, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, bin ich nicht. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Sie jetzt hier die Verhandlung noch weiterführen, nachdem man, was man alles weiß über Sie jetzt. Also ich verstehe auch nicht, warum, was noch alles passieren muss, damit hier ein neuer Richter erscheint. Also, es muss überhaupt nichts passieren. Und Ihr gemeinsames Komplott, zusammen mit dem Angeklagten, mich hier als Richter dieser Verhandlung auszuschalten, das hat leider nicht funktioniert, Frau Ascher. Ich weiß überhaupt nicht, worüber Sie reden, ja? Ich weiß nur, dass Sie vorgestern bei mir eingebrochen sind und ein Video gestohlen haben, das beweist, dass Sie den Rudi unbedingt hinter Gitter bringen wollen. Und sind Sie sich da ganz sicher? Ja, absolut. Der Rudi ist doch hier das Opfer. Ja? Und dann wird er auch noch zu Unrecht verurteilt, obwohl er gar nichts gemacht hat. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass der jemanden treten würde. Ja? Und die Lilly, das ist doch ein Flittchen und die lügt doch, dass sich die Balken Mama, du redest hier von mir, ja? Frau Ascher, jetzt passen Sie mal ein bisschen auf Ihre Ausdrucksweise auf, ja? Ja, aber der Rudi, das ist der beste Chef, den man sich nur vorstellen kann, ja? Und die Lilly, die belastet den nämlich nur, weil sie ihren eigenen Freund schützen will, ja? Der hat sie nämlich am 15. September so verdroschen, dass sie ins Krankenhaus musste. Kannst nicht mehr hören. Tja, weil das stimmt. Ja, was glaubt der hier keiner? Und Sie, ja? Sie sind dem Rudi ja gegenüber sowieso so voreingenommen, ja? Und wenn Sie nicht das Video gestohlen hätten, dann könnte ich jetzt ja auch beweisen, dass Sie den Rudi ja in Gedanken schon verurteilt haben. Frau Ascher, hören Sie doch einfach mal auf. Hören Sie auf, Sie wissen genauso gut wie ich, dass es dieses angebliche Video nie gegeben hat. Dass ich den Angeklagten seit der Schulzeit nie mehr gesehen habe. Und ich war auch nie in seiner Kneipe, wo angeblich dieses Video entstanden sein soll. Ach ja? Soll das heißen, ich lüge? Nennen Sie es, wie Sie es wollen. Jedenfalls habe ich bei Ihnen nicht eingebrochen. Und ich habe auch ein Alibi. Das kann gar nicht sein. Ich habe Sie doch gesehen. Tut mir leid, Frau Ascher.
Soweit haben Sie wohl nicht gedacht. Oder Sie müssen sich irren. In der Zeit, als bei Ihnen eingebrochen wurde, vor 2 Tagen abends um 9:45 Uhr, ja, da habe ich nämlich die Mülltonnen bei uns zur Straße ausgestellt. Und da habe ich unseren Nachbarn, den Pfarrer Damberg, mit seinen Hunden getroffen. Und das hat der gegenüber der Frau Staatsanwältin Schrank inzwischen auch schon bestätigt. Dann lügt der. Und wieso sollte der Herr Pfarrer lügen? Ja, sag mal, was ist denn mit dir jetzt los? Ach. Ja, du solltest dich auch mal ein bisschen bemühen, dass du dich ein bisschen mehr für deinen Mann einsetzt, ja? Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung, wie toll dein Mann überhaupt ist. Sag mal, glaubst du, du kannst mit deinem Geschleime hier bei meinem Mann punkten oder was? Glaubst du, ich hab nicht mitgekriegt, dass du schon seit Jahren hinter ihm her bist? Ja, na und? Ja, was heißt ja und? Ich will dir nur damit sagen, du brauchst dir keine Hoffnungen machen. Der hält nichts von dir. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Na, er kommt ja oft genug nach Hause und sagt, dass du ihn anbaggerst. Und er will halt mal überhaupt nichts von dir wissen. Er hat mir gesagt, genauso gut könnte er eine Fritteuse flachlegen, so wie du nach Fett stinkst. Das hat der Rudi nicht gesagt. Ja, frag ihn doch selber. Er findet dich einfach nur widerlich. Hast du das mit der Fritteuse wirklich gesagt? Sag mal, kannst du mich jetzt mal hier in Ruhe lassen oder was? Ha? Sag, dass das nicht wahr ist. Sag ihr doch, dass wir uns ab und zu totlachen über sie zu Hause. Frau Ascher, das Verhalten des Angeklagten scheint Sie ziemlich zu verletzen. Ja. Ich check echt nicht, warum du jetzt so zu mir bist. Wie ist er denn zu Ihnen? Total abweisend. Lässt mich hier wie den letzten Idioten dastehen, ja? Fürs Bett bin ich dir wohl gut genug, ja? Und zu Hause lässt das dann mit deiner Frau mich ab. Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Was heißt hier fürs Bett? Du gehst mit meinem Mann ins Bett? Ja. 3-mal in der Woche, wenn du es genau wissen willst. Rudi, ich glaub das jetzt überhaupt nicht. Du hast eine Frau wie mich zu Hause und legst deine fette Köchin flach. Gysi, du glaubst nicht etwa, was die alles erzählt, oder was? Was? Also bitte. Ich glaub das. Spinnst du? Du verleugnest mich jetzt hier? Frau, setz dich mal schön wieder hin. Nachdem, was ich alles für dich getan habe, auch jetzt in dieser Situation? Was haben Sie denn alles für ihn getan, gerade jetzt in der Situation? Ne? Gelogen habe ich für den. Weil ich dachte, dass er mit mir glücklich werden will und seine Gysi verlässt. Ich wollte auf keinen Fall, dass er in den Knast kommt. So, jetzt sind wir mal beim Kern der Sache, oder? Und deswegen haben Sie diese Geschichten erfunden, von wegen, dass ich bei Ihnen eingebrochen habe, oder? Ja. Und das ist gelogen, genauso wie das, was ich bei der Polizei ausgesagt habe und was der Rudi gesagt hat. Und ich hab doch genau gesehen, wie du die Lilly getreten hast, mit meinen eigenen Augen. Da hören Sie es doch, ich habe überhaupt nichts gemacht. Soll es jetzt eine billige Retourkutsche werden, oder was? Nein, das ist die Wahrheit. Ich stand in der Küchentür und da habe ich gesehen, wie der Rudi die Lilly getreten hat und wie. Ja, ich bin dann gleich wieder zurück in die Küche, weil ich wollte mich nicht einmischen, ist ja dem Rudi seine Kneipe. Und dann nicht einmischen? Sie helfen nicht, wenn eine Schwangere getreten wird? Das ging doch alles so schnell und die ist doch auch gleich rausgerannt. Frau Ascher, was ich aber bis jetzt nicht verstehe, wieso haben Sie so unbedingt versucht, mich als Richter dieses Verfahrens loszuwerden? Also diese ganze Geschichte mit dem Video, mit dem Einbruch, der Befangenheitsantrag am Anfang. Gut, wir sind in dieselbe Schule gegangen, in die Parallelklasse, aber ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Ich konnte mich noch nicht mal an ihn erinnern. Wir hatten halt total Angst, dass das Urteil so schlimm ausfällt. Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie so ein, dass Sie jemand sind, der streng urteilt. Und auch gerade bei Frauen, schwangeren Frauen oder Frauen im Allgemeinen, die misshandelt werden, da sind Sie ja total hart und streng. Und da hatten wir halt Angst. Dann hat mir halt auch noch ein Kumpel von mir erzählt, dass Sie den für 3,5 Jahre in den Knast geschickt haben, nur weil der einen Kiosk überfallen hat. Mit einer Spielzeugpistole hat der irgend so eine Tussi im Kiosk bedroht und hat nur 200 Euro erbeutet und ein paar Kippen, mehr nicht. Ich erinnere mich an so einen Fall. Ja und? Es ist nicht gerecht. Also natürlich, das war eine Spielzeugpistole, glaube ich, damals, ja. Aber das ist doch fürs Opfer nicht erkennbar gewesen, ja. Und das kann, was meinen Sie, das Opfer hat Todesangst, das kann auch aus dem Ruder laufen, wenn das Opfer versucht, sich zu wehren, selber nach dem Messer greift oder weiß Gott was alles. Deswegen verhänge ich bei solchen Fällen, wo nur eine Scheinwaffe verwendet wird, Strafen, die gar nicht dramatisch niedriger sind, als wenn jemand wirklich mit einer scharfen Waffe da reingeht. Und das halte ich auch wirklich für richtig so. Und aus dem Grund, weil wir halt so Angst vor dem Urteil haben, haben wir uns halt die Sache ausgedacht. Und wir dachten, dass halt ein anderer Richter dann halt nicht drauf kommt
Und dass er denkt, dass das der Kai war und... Und woher wussten Sie, wie ich aussehe? Ich meine, Sie haben immerhin dem Phantombildzeichner eine sehr detaillierte, genaue Beschreibung von mir gegeben. Ja. Der Rudi, der hat mir von Ihnen ein Bild im Internet gezeigt und das habe ich mir dann so lange reingehämmert, bis ich Sie halt beschreiben konnte, haargenau. Und wozu der Aufwand? Wieso haben Sie sich einfach meinen Namen genannt? Ja, wir dachten halt, das wäre ja zu auffällig. Echt Wahnsinn. Ich denke, wir haben genug gehört, oder? Ja, absolut. Noch jemand Fragen an die Zeugin? Danke, keine mehr. Oder wollen Sie noch was dazu sagen, Herr Berger? Jetzt wäre die Gelegenheit. Ich habe nichts getan. Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst. Hast du immer noch nicht die Eier zuzugeben? Feige Ratte, echt. Also geht folgender Beschluss. Unglaublich. Gegen den Zeugen Kai Gerlach wird ein weiteres Ordnungsgeld von 200 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft verhängt. Herr Gerlach. Ja, egal, was er getan haben mag, aber hier in diesem Sitzungssaal beleidigen Sie niemanden mehr. Ist das angekommen? Ja. So, dann bleibt die Zeugin unvereidigt. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Ja? Dann stellen wir noch fest, dass die Zeugin Ott am 17. September 2011 Form- und Fristgerecht Strafantrag gestellt hat. Da haben wir auch einen Bundeszentralregisterauszug. Mhm. Rudolf Berger, 4 Eintragungen. 22.11.2003, Amtsgericht Kempten, vorsätzliche Körperverletzung, 60 Tagessätze zu je 25 Euro. Dann 14.10.2005, Amtsgericht Kempten, vorsätzliche Körperverletzung, 150 Tagessätze zu je 30 Euro. 29. März 2007, Amtsgericht Kempten, vorsätzliche Körperverletzung in 2 Fällen, 6 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, 2 Jahre Bewährungszeit, die wurde am 31. März 2009 erlassen. Und dann am 7.07.2009, Amtsgericht Kempten, Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung, 9 Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung auf 3 Jahre, das heißt, sie stehen unter offener Bewährung. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Bundesgerichtlicher Verteidiger, seit ungefähr 2003 fällt der Angeklagte regelmäßig wegen gleichgelagerten Körperverletzungsdelikten auf und er stand zuletzt seit 2009 aufgrund einer Freiheitsstrafe, die gegen ihn verhängt wurde, während der heutigen Tatzeit, die wir zu verhandeln haben, unter Bewährung. Und sein letztes Wort quasi nach Beendigung der Beweisaufnahme war: Ich sage ja gar nichts, ich bin's nicht gewesen, obwohl am Schluss seine eigene Angestellte, mit der, die ihm ja die Stange gehalten hat, aus bestimmten Gründen, wie wir hier gehört haben, am Schluss dann gesagt haben, nein, ich habe selbst gesehen, wie du meiner Kollegin praktisch in den Hintern getreten hast, einer schwangeren Frau, die dadurch durchaus hätte neben ihren Verletzungen ihr Kind verlieren können. Sie sind einfach rücksichtslos und brutal und menschenverachtend. Diese Angeklagte zu bestrafen, diesmal sicherlich nicht. Mit einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Ich beantrage eine solche von 10 Monaten, die der Angeklagte hier stantepede zu verbüßen haben wird. Außerdem hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Bundesgericht, Herr Staatsanwalt, auch ich bin mittlerweile nach dem Ausgang der Hauptverhandlung davon überzeugt, dass mein Mandant die Tat begangen hat, auch wenn er sie hier nicht eingeräumt hat. Da ich in meinem Antrag frei bin, beantrage ich meinen Mandanten zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Berger, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Ich hätte es, glaube ich, besser mal selber gemacht, aber ich habe einfach nichts getan. Ich bin unschuldig. Ja. Mhm. Gut, dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Rudolf Berger ist schuldig der vorsätzlichen Körperverletzung in § 223 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Vorab möchte ich Ihnen was sagen. Sie können sich sicher sein, dass ich auf den Tatnachweis dieselbe Sorgfalt verwende wie bei jedem anderen auch. Sie können sich sicher sein, dass ich Sie bei der Feststellung der Schuld behandle wie jeden anderen auch und bei der Festlegung der Strafe wie jeden anderen auch. Das ganze Komplott hat nichts genutzt und Sie werden deshalb noch ein weiteres Strafverfahren an den Hals bekommen wegen versuchter Strafvereitelung, also Anstiftung dazu und Anstiftung zur falschen Verdächtigung. Sie waren das, keine Frage. Am Ende hat ja Ihre enttäuschte Köchin/Liebhaberin zugestanden, dass das Ganze ein Komplott war und dass auch sie die Tat so beobachtet hat, wie das Opfer es uns geschildert hat. So, das ist eine vorsätzliche Körperverletzung
Und natürlich fällt aber ins Gewicht, dass sie eben ihre Köchin angestiftet haben, hier noch einen Komplott zu schmieden. Natürlich spielt es eine ganz, ganz große Rolle, dass sie eine Schwangere getreten haben, mit der großen Gefahr, dass hier ihre Leibesfrucht, dem ungeborenen Kind, etwas passieren könnte. Was aber bei ihnen noch viel mehr ins Gewicht fällt, ist das hier, ihre Strafliste. 4 Voreintragungen wegen Körperverletzungsdelikten. Ja? Sie hatten schon 2 Bewährungen. Eine haben sie mit Mühe und Not gerade so durchgestanden. Und kurz danach, 5 Wochen nachdem die Bewährung da erlassen wurde, haben sie schon die nächste Tat begangen. Und da kann ich Ihnen wirklich sagen, da haben sie Glück gehabt, dass sie bei dieser letzten Verurteilung nicht auch schon bei mir gelandet sind, weil da hätte ich sie wahrscheinlich auch schon eingesperrt. So, da hat man nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen, hat ihnen nochmal eine Bewährung gegeben. Und dann gibt es heute einfach nur noch den ganz klaren Satz, wer nicht hören will, muss fühlen. Sie zeigen eine hohe Rückfallgeschwindigkeit. Sie sind gewaltbereit, auch bei einem nichtigen Anlass. Ja, da müssen Sie jetzt einmal klar in die Schranken gewiesen werden. Und deswegen sind die beantragten 10 Monate Freiheitsstrafe, die natürlich nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können, absolut Tat und Schuld angemessen. Und Sie werden natürlich auch damit zu rechnen haben, dass die offene Bewährung noch widerrufen wird, sodass Sie unterm Strich wahrscheinlich Pi mal Daumen 2 Jahre sitzen werden. Gegen das Urteil können Sie noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Berechtigt war Ihre Angst davor, dass ich nicht aufgebe, bevor ich die Wahrheit herausgefunden habe. Und ich versuche unabhängig, ich versuche unvoreingenommen, ich versuche unparteiisch Gerechtigkeit zu erlangen. Aber bei dem darf sich niemand anmaßen, er hätte Wahrheit oder Gerechtigkeit gepachtet. Nicht zuletzt Sie beide haben mich jetzt, glaube ich, 10 Jahre begleitet. Und es war doch stets ein Ringen und ein Abwägen. Gerechtigkeit ist eben nicht schwarz-weiß. Das ist kein mathematisches Rechenergebnis, sondern das bleibt immer eine Suche. Und apropos 10 Jahre, die heutige Verhandlung hat gezeigt, wie schnell die Zeit vergeht. Ja? Nicht nur seit der Schulzeit ganz offensichtlich, sondern auch in diesem Richterstuhl hier. Und es mag zwar die Erinnerung sein, mögen mir das Verzeihen an die Schulzeit nachgelassen haben, aber mir gehen so viele Erinnerungen durch den Kopf von Momenten, die ich hier erlebt habe. Und Erinnerungen sind etwas Schönes, Erinnerungen an Erlebtes, aber viel schöner ist doch die Freude auf das, was wir noch erleben werden. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Kai Gerlach wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Petra Ascher wurde wegen versuchter Strafvereitelung und falscher Verdächtigung zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Der Angeklagte Rudolf Berger wurde in einem weiteren Verfahren wegen Anstiftung zur falschen Verdächtigung und zur versuchten Strafvereitelung unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt. Seine offene Bewährung wurde widerrufen.